Mit dem Segelflieger geht es innerhalb weniger Sekunden steil in die Lüfte. So etwas kann man auf dem Flugplatz Rainer-Mack in Iserlohn erleben. Jedes Wochenende trifft sich der Verein LSV Ruhr-Lenne dort zum Segelfliegen. Der Tag beginnt mit einem morgendlichen Briefing. Dabei ist auch Fabian Rehaimi. Er ist Flugschüler und kennt sich bestens aus. Im Flugzeug machen wir vor Flugbetriebbeginn einen sogenannten Check. Das heißt, wir gucken uns einmal den Innenraum des Flugzeugs an, gucken uns die Instrumente an, gucken auf Fremdkörper und die Fallschirme begutachten wir, die wir dabei haben, um zur Sicherheit immer noch ein Backup zu haben. Genauso überprüfen wir unsere Sicherungsgurte, ob die auch alle in Ordnung sind. Und dann überprüfen wir einmal das komplette Flugzeug von außen, machen einen Outside-Check, gucken uns an, ob irgendwo Verformungen oder Dellen drin sind. Und am Ende gucken wir uns dann die Ruder an, womit wir das Flugzeug steuern. Das sind natürlich die wichtigsten Instrumente, damit wir auch wissen, dass diese zuverlässig am Flugtag funktionieren. Auch beim Flug steht Sicherheit an erster Stelle. Mit einer Seilwinde ziehen ausgebildete Vereinsmitglieder den Segelflieger in die Höhe. In etwa 300 Metern klingt sich das Seil aus. Dann ist der Pilot ganz auf sich gestellt. Dabei muss er sich nicht nur mit den Winden, sondern auch mit der Steuerung auskennen. Die Flugzeuge steuern wir mit Höhen, Seiten und Querrudern. Das heißt, wir haben hier einmal einen Knüppel, womit wir das Höhenruder steuern, also die Hoch- und Unterbewegung des Flugzeuges. Dann haben wir das Querruder, die seitliche Bewegung. Wir können das Flugzeug also wirklich so komplett 90 Grad verbiegen. In der Luft können die Piloten vom Alltagsstress abschalten und die Freiheit genießen. Das ist auch ein Grund, warum viele von ihnen das Segelfliegen so lieben.